Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben 5 Uhr. Es ist soweit, das Finale von den AK-18 Jungs Golfmannschaft, der Deutsche Mannschaftsmeisterschaften steht an. Und dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Ich sitze hier gerade auf meinem kleinen Balkon und genieße mir hier ein kleines Käffchen, damit ich überhaupt erstmal in die Gänge komme. Und die Katzen sind auch am Start. Hier unten. Ja. Dreh euch mal. Hallo Derek. Sag mal guten Morgen. Morgen Derek. Hallo. Ja. So. Nichtsdestotrotz spielen die Jungs heute im Golfclub Nahetal unten bei Bad Kreuznach. Ist ein schöner Golfclub. Ist auch eine schöne Ecke. Da gibt es die Dreiser Roten Felsen. Habe ich euch schon mal einen Vlog drüber gemacht. Kann ich mal verlinken. Und da habe ich schon mein Kamera-Equipment eingepackt. Vielleicht kann ich sogar ein bisschen hier die Drohne mal fliegen lassen. Werde euch aber ganz sicherlich ein paar Impressionen von dem Golfturnier hier mitbringen und die schön zusammenschneiden. Es ist noch gar nicht sicher, ob heute überhaupt komplett gespielt werden kann. Es sind Gewitter gemeldet. Und bei Gewittern ist absolute Lebensgefahr auf dem Golfplatz. Dann wird auch sofort unterbrochen. Und da gibt es dann keine Kompromisse. Wie auch immer. Ich denke mal, ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee zu Ende und dann hole ich die Jungs ab. Dann sehen wir uns auf der A61 runter nach Bad Kreuznach, vielleicht mit einem schönen Weg. Start gut abgeschlagen. Ja, der Aurelio hat ein bisschen Glück gehabt. Die Bäume sind sein Freund heute. Der sprang dann wieder zurück aus Fairway. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Pause. Jetzt laufe ich ein bisschen und gucke mir mal den einen oder anderen Schlag von den Jungs an. Trink allerdings erstmal einen Kaffee, gehe mal ins Clubhaus und wie gesagt, momentan Wetter super, ne? Bedingungen klasse, Platz in einem hervorragenden Zustand, Grüns sehr gut und wenig Wind. Und da hoffen wir mal, dass
dass mit dem Wetter so stabil bleibt, dass wir die Veranstaltung auch heute zu Ende bringen können hier mit den Doppeln heute Nachmittag. Weil diese Doppel machen doch den Jungs auch am meisten Spaß, wenn die zusammenspielen können. Dann ist auch so der Mannschaftsgedanke ein bisschen mehr drin. Und ja, wie gesagt, wir haben uns ja als Zehnter, 10 Mannschaften landesweit beziehungsweise in dem Golfverband Rheinland-Pfalz-Saarland-Hessen haben sich jetzt hier für das Finale qualifiziert. Und wir haben uns als Zehnter qualifiziert. Wenn wir hier Neunter oder Achter werden würden, wäre das schon sportlich eine super Leistung. Wenn man die Handicaps der anderen Mannschaften sieht, zum Beispiel ganz vorne Rheinhessen, die haben ein Gesamthandicap von, glaube ich, mit 6 von unter 4. Unser Bester hat 3,5. Also wie gesagt, da sind schon ganz andere Jungs hier unterwegs. Vielleicht werde ich auch mal den einen oder anderen Schlag von denen nachher einfangen. Da sind auch Plus-Handicapper dabei. Ja, ich würde sagen, erstmal Käffchen trinken und ein paar Impressionen einfangen. Vielleicht dann heute Nachmittag, ja, wenn das Wetter hält, vielleicht auch mal die Drohne hinten da an dem Dreiser roten Felsen fliegen lassen, wenn ich Zeit dazu finde. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. Dann mache ich es beim nächsten Mal, wenn ich selbst hier spiele. Wir spielen nämlich irgendwann im September mit den AK50, mit unserer Mannschaft hier. Und da spielen wir auch um die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. So wie es momentan aussieht, liegen wir da auf dem 2. Platz. Wenn wir uns anstrengen, können wir das schaffen. Bis später. So Leute, habe ich es echt noch geschafft. Hier im Hintergrund seht ihr da roten Felsen. Ich konnte natürlich nicht direkt hinfahren, weil ich muss jetzt wieder zurück zum Golfclub. Ich bin mal ganz kurz aus dem Golfclub rausgefahren und habe die Drohne steigen lassen und habe die mal so ein bisschen in die Richtung, ja, roten Felsen fliegen lassen, soweit ich durfte, bis zur Bahnlinie. Drüber durfte ich nicht fliegen und habe auch noch ein schönes Luftbild gemacht. Und jetzt geht's wieder zurück zum Golfclub. Ich denke mal, die Aufnahmen sind trotzdem ganz okay geworden von der Drohne und die werde ich natürlich hier in den Vlog mit reinbringen. Bis später.
Leute, da hinten ist der letzte Abschlag, letzte Gruppe ist unterwegs. Und da habe ich mir gedacht, ich gehe mal hier ein bisschen ins Windstille rein. Mal hier rüber. Da habe ich mir gedacht, mache ich eine kleine Abmoderation. Wenn der kleine Vlog hier wieder gefallen hat, mit ein bisschen Impressionen hier vom Finale, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kommentiert, teilt den Kanal und hoffentlich sehen wir uns dann wieder auf meinem Kanal. Jetzt ist mal wieder eine Zeit, wo keine Golf-Vlogs kommen. Jetzt werde ich wahrscheinlich mal eine kleine Wanderung machen, ein bisschen Technik. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, was ich so für euch produzieren kann, jetzt über den Sommer. Ja, will ich sagen, macht's gut, habt's gut. Wir sehen uns bald wieder auf meinem Kanal Franz Vlogs. Haut rein und ciao. Kurzer Nachtrag, hatte ich eben ja schon vorweggenommen, da war die Siegerehrung noch gar nicht. Die Jungs haben es tatsächlich geschafft, obwohl sie viel schlechter im Handicap zusammen waren wie die anderen Mannschaften, dass sie den 7. Platz erreicht haben. Und zwar waren sie 2 Schläge besser wie der 8. Und das war das absolute Top-Ziel, was wir erreichen konnten. Und mehr ging sowieso nicht. Und da haben sie echt klasse gemacht. Das wollte ich noch mal kurz erwähnen, bevor ich jetzt tot unter der Dusche zusammenbreche und mich dann hier zu Hause auf die Couch lege und dann in gut 7 Stunden wieder aufstehe zum Frühdienst. Macht's gut. Ciao.